Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt Journey of a Roach. Ja, es ist wieder ein Spiel von Daedalic und wir fangen es einfach mal an. Ich habe nämlich keine Ahnung, was passieren wird. Sieht voll schön gezeichnet aus. Aber auch brutal. Was ist da geschehen? Krieg? Oh nein! Eine kleine Kakerlake. Passiert da noch was? Oh Gott! Wie so ein Irrer. Beim gebrochenen Arm? Yay! Giftmüll. Super. Oh Gott. Ich ahne, worauf das hinausläuft hier. Ist da unten ein Hase? Habt ihr den Hasen gesehen? In der Erde? Achso. Noch mehr Giftmüll. Super. Das wird nicht gut ausgehen. Warum ist er nochmal in dieses Loch gesprungen? Ja, Kakerlaken haben sich einfach, ich würde schon Kakukarachas sagen, aber sind auch im deutschsprachigen Bereich hier. Ida ist eine Made. Oh. Das sind wir. Wir können es mit WASD bewegen. Okay, hätte ich das kommen sehen, hätte ich vielleicht doch mal mit einem Controller gespielt, aber ach, ist ein Point-and-Click-Spiel hier, sowas macht man noch nicht. Zieh dich um. Kann er nicht. Will er nicht. Warum kann er da nicht hochlaufen? Macht er nicht. Okay. Dann laufen wir diese Wand so hoch. Hallo, Magi. Guten Appetit, Leute. Haha. Das war ja mal richtig widerlich. Oh Gott. Ja, er erzählt mir gerade, dass er sich gefühlt hat wie auf dem richtigen schönen Trip. Die Blume als Häuschen besitzen. Okay. Kein Problem. Wir besorgen sie dir. Unser Inventar. Irgendwas gegengekrabbelt hier. Oh Gott, ich muss meinen Kopf mitbewegen, das ist ja schlimm. So, und jetzt aber? Oh, vielleicht sollten wir den Schlüssel nehmen. Trottel. So, besser. Also man sieht schon, der eine ist richtig tapsig und der andere ist total smart. Zum Glück haben wir den Smarten. Noch mehr Giftmüll. Das ist eine Raupe für uns zum Essen.
Auswählen. Ich habe gerade das andere Symbol übersehen, aber was soll's. Wo kommt der Fisch her? Okay. Wir brauchen noch einen Blütler. Oh. Gut, okay, Leute. Das zweite Ekelvieh. Ach, jetzt ist hier ein Fisch. Können wir nicht mit dem anderen irgendwie spielen? Oh, die Knochen. Ich möchte ihn haben. Ich verstehe diese Geste nicht. Tut mir leid, Leute. Hier einen Knochen da reingepackt. Und dann ziehen wir hier mal dran. So, und jetzt. Können wir hier eigentlich einfach lang, oder? Ja, schön. Ja, die olle Blume ist da oben. Du Schande, was ist das? Für ein Vogelfieh. Und seit wann essen Vögel Kakerlaken? Oh, okay, ich hab gar nichts gesagt. Was machen? Was mache ich eigentlich gerade? Ja! Frei. Die Spinne ist gar nicht da. Okay. Irgendwas, um ihn abzuholen. Boah, nicht gegen den Koffer laufen. Oh, das macht nicht gut, denke ich. Ah, hier müssen wir nicht weiter lang. Ich finde das gut, dass sie Schuhe anhaben. Das finde ich sehr, sehr doch. Das finde ich gut. Ich meine, es wäre ja ekliger, einfach so ohne Schuhe rumzulaufen. Okay. Achso. Nicht ihn, sondern das Netz. Okay. Probieren wir es dann nochmal von oben. Seite? Kommt er nicht ran, oder was? Benutzt es irgendwo. Ging hier nicht gerade was? Hier ging noch gerade was. Ah, wir gehen nochmal runter. Das wird doch hier gar nichts. Komm schon. Ich soll das Netz andings, aber das geht nicht. Ich könnte es mir einfach auf den Kopf setzen. Ich könnte es ihn auf den Kopf setzen. Kann ich nicht einfach nach Hause gehen? Noch die blöde Tür hoch. Oh, das ist, denke ich, praktischer. können wir kombinieren? Nice. Achso, es hält nicht. Aha, wir brauchen noch etwas. Spucke, würde ich sagen. Ich bin für Spucke. Oh, da. Wie wär's mit Klebeband? Viel zu lange gedauert. Finden wir alle. Nicht weinen. Ja, gleich wird eine große böse Spinne kommen. Warum ist der eigentlich so krass verbeult?
Wo ist er jetzt schon wieder hingefallen, der Junge? Oh, der macht mich fertig. Oh Mann. Er hat's echt nicht drauf. Ist das, wir sind hier auch ein wenig gefangen? Tja, oh. Wir haben nichts. Können wir das? Da ist aber eindeutig das Loch nach unten zu sehen. Können wir hier nicht. Oh, ah, jetzt doch. Gucken wir, wenn wir hier raus können. Schwarz, Rasterlocken, strikt. Was? Oh nein, ihre ganzen kleinen Fliegen sind. Was? Was? Ein Kinderheim für Fliegen? Was? Oh nein, auf den Kopf gefallen. Können wir irgendwas ranhängen? Was gibt's hier denn noch alles so Schönes? Können wir irgendwas festtackern? Da können wir was Fressen reinlegen. Wir haben gar nichts. Oh, ein kleines Spielzeugauto. Hier, guck. Spielzeugauto? Nein, das hat nicht funktioniert. Nein, das funktioniert auch nicht. Und das auch nicht. Nein, 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 nein. Gucken wir mal weiter, was wir hier noch finden. Ein Stofftier. Nicht anziehen. Nehmen. Noch irgendwelches Zeug. Die Wände kommen ja auch gar nicht hoch. Warum nicht? Was ist denn das, was wir hier gerade sammeln, frage ich mich. Yeah, essen. Ups, ja, mein Bild kaputt gemacht. Das habe ich nicht kommen sehen. Ist hier noch irgendwas? Auch nichts. Können wir jetzt hier irgendwas hinhängen? Ich bin mir nicht ganz so sicher, was wir hier eigentlich gerade machen. Die auch nicht zusammen. Ich will mal sehen, was ich hier noch. So, da kann ich mir eine Fliege schon mal reinpacken. Was kommt da jetzt? Raus! Ein Netz. Oh, das müssen wir nehmen, denke ich. Da fehlt noch eine Spitze und die haben wir auch schon eingesammelt. Ganz. Warum? Na. Hat er sich jetzt wehgetan oder was? Was machen wir denn hier? Dann könnte man eine Falle aufstellen. Komm hier, du bist so süß, kleines Fliegi-Fliegi. Es ist das Kleber. Können wir jetzt Sachen kleben? Kleben wir das dann? Ah, ich will nur das Inventar öffnen, das macht sich so schwierig hier gerade. Ah, wir hatten ja das Bild kaputt gemacht. Liegt hier da noch irgendwo was? Alles so Kleinigkeiten.
Zeiten waren. Na gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge auch schon. Die war ein bisschen kürzer, die Parts. Und dann geht's in meiner nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.